Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play um die 2, immer noch in Laurenzbach. Jetzt mit der E81 vom Airbus. Airbus kennt ihr so. ja, Spaß beiseite. Also von Airbus zum Laurenzbacher Hauptbahnhof. Fahrplan ist angenommen. Wir hüpen mal rein und ziehen uns. Nee. Da, das will ich. Und ziehen uns das wieder nach vorne. Abfahrt ist in 9 Minuten. Können wir ein bisschen vorstellen. Ja, das denke ich geht, ne? Motörchen an. Ach, ich muss den Motor noch einstellen. Ich liebe es. Klimaanlage, Bremsen, Heckscheibe. Wo ist er? Da! Unter Matrix. 260 PS, Dankeschön. Und ich würde sagen, wir fahren mal vor. Ja. Haltestellenbremse sollte man lösen. Hab gehört, das kann helfen. Guten Tag. Kommen Sie rein. Klick, klick, klick. Ja. Ein bisschen Zeit ist noch. 1,7. So. Warten wir noch ein bisschen, dass wir hier auch gleich rauskommen. Um die Wunschfolgen werde ich mich jetzt kommendes Wochenende kümmern. Da habe ich nämlich die Zeit dazu. So. Kommen wir hier auch ordentlich raus. Ist ja schlimm. Ja, ich habe gelesen, Facecam kommt ganz gut an. Deswegen würde ich auch sagen, wir behalten das bei. Warum auch nicht? Ach, schönes Airbus-Gelände. Auch eine Linie, die ich noch nie gefahren bin. Lustigerweise. Aber gut. Ding! Nächste Haltestelle. Airbus Endmontage und Lackierung. Ja, dann. Nehmen wir hier die ganzen Mitarbeiter mit. Ob Omi auch noch für Airbus arbeitet? Ja, Oma Erna? Naja, manche Teile müssen halt geklebt werden. Und was hält da besser als Omas Spucke, ne? Muss man doch mal sagen. So, auf zum Hauptbahnhof!
Nächste Haltestelle, Airbus Beluga Port. Ja. Plöpp, plöpp. So. Und ab in den Tunnel. Hui. Und ein bisschen Fahrt aufnehmen, damit wir hier wunderbar mit Schwung auch wieder hochkommen. Das geht. So, mal gucken, ob wir es unfallfrei schaffen. Wäre ja schön. Hätten wir ja in der letzten Folge eigentlich auch, wenn ich dem einen nicht reingedüst wäre und der andere dann nicht mir, ne? Was ich nicht lustig fand. So, bin ich zu früh, zu spät. Minus 1,3, das geht noch. In der nächsten Haltestellenbucht können wir noch ein bisschen was stehen. Aber hier mitten drauf, ne. Ja, so, jetzt aber. Nächste Haltestelle, Airbus Material Support. Material Support, Junge. Ja, the Material Support, ey. Ja, wie gesagt, Wunschfolgen kümmere ich mich am Wochenende mal so ein bisschen drum, das mal abzufahren. Kann ich? Würde ja schon gern. Ja, kann ich. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, ich nehme die Ampel mit. Nächste Haltestelle, Airbus Interior Accessoires. Oh mein Gott, ey. Da ist der Kollege, auch ein Lion City, aber der Mainzer. Hi, hallo, ja, sag doch nichts. Warntöne an den Türen habe ich jetzt auch mal ausgeschaltet. Man hört, oder vielmehr, man hört nichts. So, jetzt bitte weg von Airbus. Nee, natürlich nicht. Kommt noch eine Airbus. Nächste Haltestelle, Cargoport, Kanalhafen. Ja, gut, okay. Okay. Er hängt manchmal ein bisschen, wenn ich die Sicht wechsle, ne? Merke ich. Ja, hier ist jetzt so eine schöne Kurve. Wo ich mich immer freue, wenn es Gegenverkehr gibt. So. Grün! Dong! Nächste Haltestelle, Sammelband. Sammelband, ja. Auf zum Sammelband, warum auch nicht. Klingt komisch, ist aber so.
Schon hübsch hier, ne? Lieber mal wieder zurück. Und rollen lassen, und rollen lassen. Da vorne ist ein Bus. Hinterher. Du bist doch ein Arsch, ey. Gibt's doch nicht. Zieht einfach rüber, ne? Ah, die 818. Ja, dann. Fahren wir doch rum. Hier ist 60. Gut, dass es mir angezeigt wird. Die wollen alle nicht mehr vorne bei mir rein. So, die E82 werde ich auch noch dranhängen in dieser Session. Dann haben wir die E-Linien auf Laurenzbach auch. Die 818 bin ich ja, glaube ich, schon gefahren. Meine ja. Oder war es die 23? Nee, die 818 war es. Tintelnot. Tinte in Not oder Tintelnot? Ach ja, dann. Eine Bautelle. Ha, oh, Bautelle. Ui, 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 ui. Wie heißt das? Tintelnot. Aha. Ja, dann. Wie gesagt, unfallfrei ist mein Ziel heute. Jetzt hier in der Folge zumindest. Und ich denke, unfallfrei ist eigentlich immer mein Ziel. Nächste Haltestelle. Klappt nur nie. Gabelpunkt. Gabelpunkt, ja, dann. Gabelpunkt und Löffelkomma. Schön hier. Ampel. Heute habe ich Glück. Grüne Welle. Oh, es gibt ja nichts Schlimmeres als rote Welle oder mit dem Bus im Stau zu stehen. Ne? Also ich kenne das ja aus dem Berufsverkehr, da finde ich, gewöhnt man sich ja dran. Oh, ich tanze ein bisschen, ja, okay. Na, aber ich finde es total schlimm, wenn ich Fahrgast bin und dann denke, okay, jetzt hast du natürlich dem normalen PKW-Verkehr einen Vorteil, denn du wirst gefahren und du regst dich nicht so auf. Doch, ich ärgere mich total darüber, wenn Stau ist. Richtig übel ist das bei mir. Nächste Haltestelle, Kaplanstraße. Kaplanstraße. Ja, ich auch abends, ich komme von der Arbeit und will dann nur noch nach Hause und dann Stau. Oh. Oder ganz schlimm, ich fahre ja dann oft nicht mit dem Zug nach Bonn, sondern mit der Stadtbahn, weil ich am Appellhofplatz halt direkt in die Stadtbahn springen kann und dann bis nach Bonn problemlos, beziehungsweise bis nach Hersel und von da dann weiter. Ne, das geht halt ganz gut. Anschlusstechnisch ist das ganz bequem. Und dann denke ich mir, okay, dann machst du das.
Ja, aber... Bordstein. Oh, oh, fällt der Scheiße. Bin ich hier richtig? Nee, bin ich nicht. Neusser Straße. Hier halte ich gar nicht. Ach Mann, habe ich nicht gesehen. Ist aber auch dunkel zu lesen. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ne, dann hat aber die Stadtbahn. Hat dann Verspätung. Und dann stehe ich da. Und dann kriege ich meinen Anschluss nicht. Und all sowas. Und das ärgert mich dann richtig. Und dann, wenn es dann so in die Kölner Innenstadt geht, ihr wisst ja, ich arbeite in Köln, dann geht es dann in die Kölner Innenstadt. Ne, so Klobigplatz, Eifelwall, die ganze Eifelstraße und UB-Ring, wie sie nicht alle heißen. Da stehst du dann und guckst auf die Uhr und denkst, yeah, den Anschluss kannst du haken. Also draußen dann stehen und frieren, wenn du Pech hast. Das ist, da ärgere ich mich. Und dann ist, wenn du noch mehr Pech hast, dann ist die Bahn auch natürlich rappelvoll und dann ist Stehen angesagt die ganze Zeit. Weil echt nichts mehr frei ist. Und da denke ich mir auch, Mann, ich will jetzt aber nicht so lange stehen. Und es ist dann schon ärgerlich. Ah, oh, nee, muss ich hier rechts rein? Ja, rechts rein, nicht Brücke. Ja gut, dann fahren wir rechts rein und nicht Brücke. Da ist auch Kaplanstraße. Ja. Ja. Morgens habe ich Glück, da geht das so ein bisschen mit dem Berufsverkehr, wenn ich hier losfahre, ist die Bahn noch einigermaßen leer. Da geht's dann und da ich ja dann, wenn ich morgens mit dem Zug nach Köln fahre und so einen zusätzlichen nehme, so einen zusätzlichen Pendlerzug, der startet in Bonn und der ist dann rappelleer, der kriegt definitiv was zu sitzen, weil vorher halt noch der Regionalexpress fährt. Ganz knapp davor und davor auch noch der RB48 Richtung Wuppertal. Von daher, morgens ist das völlig entspannt. Finde ich auch ganz gut, weil ich komme dann auch entspannt zur Arbeit und bin nicht gestresst. Gut, außer wenn natürlich jetzt Ausfälle sind oder so, dann ist das schon ein bisschen nerviger, aber ja, da muss man halt dann durch, ne? Da muss man dann durch. Aber nachmittags ist halt dann echt blöd. Ich gucke jetzt manchmal schon, wie ich Feierabend mache, dass ich vielleicht eine zusätzliche Bahn Richtung Bonn Hauptbahnhof kriege, die nicht bis nach Bad Godesberg fährt. Die ist dann meistens etwas leerer und etwas pünktlicher. Oder ja, oder ich fahre halt doch zum Domhauptbahnhof, zum Kölner Hauptbahnhof und fahre dann doch mit dem Zug. Das kommt dann ganz auf die Uhrzeit an. Oder ich fahre mit der 18 zum Eifelwall und laufe dann zum Südbahnhof. Das geht natürlich auch. Und steig da ein Zug. Nächste Haltestelle, Kettelerstraße. Kettelerstraße. So. Bin schon wieder viel zu flott unterwegs. Nee, aber Stau und so mag ich überhaupt nicht. Da kriege ich manchmal echt die Krise. Ich mecker dann jetzt nicht lautstark oder reg mich da tierisch drüber auf, sondern ich finde es einfach sehr, sehr unangenehm. Aber manche Fahrgäste, wird letztens am Appellhofplatz gestanden und da stand die Linie 4, weil die auf dem Gegenkurs gewartet hat, auf die Linie 16, die vom Dom kam, und wenn da die 16 dann schon auf Plan steht, dann kann die 4 oder die 3 nicht abfahren, weil die halt übers Weichenkreuz müssen.
Ja, und die 16 war halt schneller und hatte sich eher eingereiht. Und da stand die 4 da, 2-3 Minuten. Und dann waren sie am Bahnsteig, weil die andere 16 Richtung Dom dann schon im Tunnelsegment vorm Bahnhof stand, also vorm Apelloplatz. Da waren die Fahrgäste schon am Motzen. Fahr doch, du Arsch! Und Schlafmütze! Und was bist du für ein Vollidiot? Fahr doch, ist doch frei und so. Und da war ein Typ, der war richtig lautstark am Meckern und am Hetzen und alles. Und dem habe ich dann auch gesagt, junger Mann, sag ich. Okay, er war älter, aber ne, ich sag ja nicht, ey, Alter oder so. Ich bin ja nicht unhöflich. Dann sag ich dann, junger Mann, schauen Sie mal, das Signal ist rot. Der muss warten, bis die 16 Richtung Bonn übers Weichenkreuz drüber ist. Und dann geht's erst weiter. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Ja. Endhaltestelle. Lauritzbach Hauptbahnhof. So. Fahrplan in Ordnung. Oh, was fährt denn da für eine Linie? Ist das die 82? Ne, ist die 804. Zur Bergstraße, aha. Und da steht die... Ne, die 811 sind wir gefahren. Das heißt, wir können die 818 noch fahren. Was kommt da? 819. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ich setze einen neuen Bus gleich und... Alter, wird ja immer mehr hier. Was fährt denn da? Ich will halt gucken jetzt schnell, ob die 808, ob die... 818 beziehungsweise die E82, ob das eine kurze, ein Solobus oder langer ist. 857. Naja, gut. Naja, gut, naja, gut, naja, gut. Fichtenwald. Okay, wir fahren auf jeden Fall dann mal mit einem Solo Line City die E82 und die 818 können wir ja dann hier auch noch fahren. Ne? Würde ich sagen. Dann mal wieder zu unserem Bus, Motor aus. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play OMSI 2. Tschüss!